Wir sind in Nicaragua angekommen und haben gerade noch die letzte Fähre über den Nicaragua-See nach Ometepe. Wir haben 4.3. und heute haben wir uns mal ein richtiges Motorrad ausgeliehen. Wackelt so ein bisschen hier, aber fährt ganz gut mit Gangschaltung und erkunden die Insel Ometepe. Und ja. Hat das Ding eine Hupe? Map. Ja. Oh, guck mal, der Schwanz von dem Pferd. Mach jetzt mal. Ich hab mich gerade in einer Bananenplantage verlaufen. Aber zum Glück habe ich einen Helm. 6. März, mein Badezimmer und meine Dusche. Moment, ich drehe auf. Oh oh, da kommt was. Ich drehe weiter auf. Hä? Jetzt geht's. Ja. Wir haben heute den 8. März, Internationalen Frauentag, und wir lassen heute Ometepe. Eine der großen, das ist jetzt hier die kleinen. Obwohl das hier ein See ist, haben wir eine sehr große Welt, und wir haben ziemlich Angst um unser Gepäck vor. So, das war's auch schon mit San Juan del Sur. Wir waren feiern, surfen und entspannen. Und jetzt geht's weiter nach Granada. Als wir aus dem Bus ausgestiegen sind, haben sich die Tuk-Tuk-Fahrer von unser Gepäck geprügelt. Der Gewinner darf uns jetzt fahren. Ich weiß gerade anders. Vom Freund vom Bus, vom Taxifahrer. Wir sind jetzt auf dem Handcraft Market von Masaya. Zumindest steuern wir darauf zu und sieht sehr interessant aus. Wir sind jetzt in der alten Hauptstadt von Nicaragua, León. Und dort auf dem Markt und gucken uns hier so die Sehenswürdigkeiten an. Das ist ganz. Heute machen wir Volcano Boarding. Das heißt, mit so einem Brett da einen Vulkan runter zu schlitten. Und das ist Volcano Boarding. Wir haben den 20. März um 3 Uhr nachts. Wir sind in León und heute wird mal so richtig hardcore Bus gefahren. 6 Stunden. 5.25 Uhr, sind mittlerweile schon in Honduras und haben unser Frühstück jetzt bekommen. Yum, yum, yum.
schon durch Nicaragua, Honduras und El Salvador gefahren und sind jetzt an der Grenze zu Guatemala. Es ist abends und die Geldtäuscher versuchen uns zu verarschen. Nach 16, 17 Stunden Busfahrt und 3 oder 4 Grenzübergängen sind wir gestern in Guatemala City angekommen und schauen uns hier mal kurz um. Ist irgendwie eine der gefährlichsten Städte weltweit, aber dank hunderter Polizisten überall geht das. Immer noch der 21. März, bin schon weitergefahren nach Antigua. Also nicht wieder auf die Insel, sondern diesmal in Guatemala und sind jetzt wieder auf dem Markt. Gefällt mir Guatemala richtig gut. 23.03. Gestern habe ich Nachmittag und Abend mit einer schönen Reisebierröhre verbracht. Und heute klettern wir auf den Vulkan mal wieder. Diesmal einen, der noch wirklich aktiv ist, wo wir auch ein bisschen Lava sehen können. Vamos, vamos! Hey. Tom muss laufen, während ich mich jetzt für das liebe Piraterpferd entschieden habe. Moment, hier ist gar nicht so anstrengend, denn der Weg. Man ist auch viel schneller als zu Fuß. Fast. Was ist, kannst du nicht mehr? Machst du ein Video? Ja. Ab und zu hört man den Vulkan ausbrechen. Klingt wie ein Gewitter. Ein genialer Geschäftsmann hat auf dem Vulkan einen Lava-Store eingerichtet. Hier kann man Lava kaufen. Und Rani ist auch schon interessiert. Jetzt machen wir Marshmallows in der Lava-Hitze. Probier mal. Der Vulkan war ja eine Enttäuschung. Lava hat da schon vor Jahren aufgehört zu fließen. Und jetzt sind wir nach, wie heißt der Ort hier? San Pedro de la Laguna am Lago de Atitlan gefahren. Und haben beschlossen, für eine Woche eine Spanischschule zu besuchen, inklusive Homestay. Also wir sind jetzt bei einer Familie zu Hause. Das Ganze kostet $130 oder so, und das ist wenig, ja, ist inklusive Essen und Schule. Und Blick auf den See Atitlan. Heute machen wir Salsa-Kurs. Komm, hat ganz viel Spaß.